Servus, grüß euch. So, wir haben jetzt die Lehrling der Zeit Dreharbeiten abgeschlossen und jetzt habe ich mal ein bisschen Ruhe vom Kochen. Ich schaue mir jetzt mal was Neues an, und zwar eine alte Bongauer Tradition. Ich bin jetzt da in einer Schnitzerei in Gastein. Ich bin da beim Schaffei. Servus. Ein Schnitzer. Und beim Sturmi. Grüß euch. Nikolaus aus Leidenschaft. Und wir schauen uns da jetzt eine Bongauer Tradition an, und zwar das Gasteiner Campuslaufen. Ich habe gehört, in Gastein kommt nicht nur ein Pass zum Haus, sondern da kommen mehrere Passen am gleichen Tag dann, oder? Ja, genau. Also, ja. Wenn das jetzt wo wir jetzt um 4 Uhr, die wissen, um 4 Uhr gingen die meisten Passen weg, dann ist meistens ab 4 Uhr einer daheim oder meistens die Kinder mit der Mama und mit dem Papa und Oma und Opa und die ganze Familie, ist also Familientreffen auch. Und dann kennen wir natürlich mehrere Passen und jede Pass hat halt so seinen eigenen Charakter, sage ich jetzt einmal. Und jedes Kind hat also seinen eigenen Bezug wieder zu einer Pass. Und das ist ja dann so, ich habe 14.000 Einwohner da in Gastein. Und wie viel laufen da Kramperl, hast du gesagt? Wenn man sagt 100 Passen im Tal, dann wenn man sagt, man hat so seine 10 Passenmitglieder mal 100, ja, kommt schon eine schneidige Summe zusammen. Nein, bitte. Sonst sollen sie daheim bleiben oder sollen nicht Kramperl gehen, wenn sie es nicht da laufen. Ja. Nein, also das ist. Wir wachsen einfach so extrem damit auf, von klein auf, und wenn man sowas miterlebt oder mitkriegt, dann hat man halt so den Bezug. Das heißt ja jetzt nicht, dass das, was jetzt in Salzburg oder in Dennengau oder wenn da eine Biotechnik-Show ist oder eine Feiershow oder so ein Campuslauf oder wie auch immer, dass das schlecht ist. Es ist einfach anders. Ja. Und ich bin jetzt nicht in meinem Fall der Philipp Schaflinger, sondern ich bin jetzt der Campus. Ja, ja. Ich bin jetzt ein Kramperl und die zwei Tage bin ich das zu 100%. Ja. Und ich bin nicht ich. Genau. Ich bin jetzt da der Kramperl und das muss ich auch durchziehen. Du hast da einen Adrenalinschub, du bist in einer eigenen Welt, du stößt das Tor und der Ohr ist halt ein geborener Kramperl und der Ohr ist halt auch leidenschaftlich Nikolaus. Das ist was anderes, da brauchst du halt auch ein Gespür, weil als Nikolaus schlupfst du in deine Rolle. Und wir haben uns zusammengesetzt vorher und haben so gewisse Häuser, gewisse Sprüche wieder geschrieben, weil wir weil da oft Geschichten Todesfälle waren oder einer halt schwere Operationen hinter sich gehabt hat und haben persönlich für den was gemacht. Ja, ja. Und sobald wir nachher da wo waren, wo es persönlich geworden ist, sind Tränen geflossen. Die Helme, was sie im Krieg aufgehabt haben, haben sie dann zusammengeschweißt, ja, und haben sie halt dann hergenommen. Ja. Früher ist halt das hergenommen worden, was sie gehabt haben. Ja, ja, wenn da jetzt so irrsinnig viele Passen unterwegs sind, da trifft ja noch ein Pass einmal währenddessen auf andere Pass, gell? Wie ist das da? Zuerst gingen einmal die Heiligen zusammen. Ja. Bei Nikolaus, mit Nikolaus, die kreuzen die Stäbe und sagen, treu dem guten alten Brauch, kurz weitergehen, man tauscht sich einmal in den Schnaps aus, beim Engel ist selbe. Beim Kurztrag, Herbetrag ist selbe. Ja. Und dann gingen die auf die Seiten. Und dann gingen wir die zwei Fuhrteifen zusammen. Und das heißt bei uns Rempen, das ist halt mehr so ein Kampf ein bisschen. Ja. Die fliegen halt schneidig zusammen, schaut extrem aus. Und dann, wenn die fertig sind, dann kommen die restlichen Kramperl, die 4, 5, und fliegen nachher zusammen und machen genau dasselbe. Das, ja. Und da, wenn man das beobachtet, das schaut schon recht wild aus. Bei dem guten neuen Brauch wünsche ich euch ein gutes Weitergehen. Ja, das war jetzt ein schöner Abschlusssatz. Wir sind jetzt fertig mit unserem Krampus-Spezial. Wisst ihr, Lehrling der Zeit befasst sich zwar nicht mit den Kramperl im Speziellen, aber mit Bongauer Traditionen. Und nicht vergessen, im Kino, bei uns im Bongau. Eigentlich in ganz Salzburg.